Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich ein paar Begriffe, diesmal wieder aus dem Bereich Personalmanagement. Und zwar sollen wir klären die Aufgaben Personalleiter, also die Aufgaben, die der Personalleiter hat, dann der Personalreferent oder Referentin und der Personalsachbearbeiter. Nun, das kann man recht leicht machen, indem man sich ein paar Schlagworte merkt. Personalleiter hat zu tun mit Politik und Führung. Bei der Politik geht es immer um generelle Leitlinien, um generelle Konzepte. Und es geht natürlich auch um Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Beim Personalreferenten geht es um Betreuung und Entwicklung. Also alles, was zum Bereich Personalentwicklung gehört, was zum Bereich Konflikte gehört, was zum Bereich Ideen und so weiter gehört, Ideen für das Personal, ja, was man machen könnte, vor allem zu diesen Bereichen Personalentwicklung, aber auch wie man Konflikte in Zukunft vermeiden kann. Das sind die Aufgaben des Personalreferenten. Er ist nämlich Ansprechpartner und er ist teilweise auch Vermittler. Das heißt, der Betriebsrat, um den auch nochmal ins Spiel zu bringen, der spielt natürlich hier bei der Personalführung eine Rolle, aber auch beim Personalreferenten ist also Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat hier eine der Aufgaben. Und Personalsachbearbeiter, da ist das Stichwort Verwaltung. Und was haben wir da? Da haben wir die Personalakten, da haben wir die Urlaubsanträge. Und so weiter und so weiter. Also alles, was zum Bereich Verwaltung gehört. Natürlich die Gehaltsabrechnung, ganz wichtig. Ja, das ist der Bereich Verwaltung. Also Personalleiter, das Gebiet Politikführung, Personalreferent, Betreuung und Entwicklung und Personalsachbearbeiter, das Gebiet Verwaltung. Okay, das war's für dieses Video. Klicken Sie nun für wertvolle Lernhilfen, Video-Coachings, Lernkartensysteme, Hörbücher unter dem Video auf www.spaßlerndenk-shop.de oder geben Sie es in Ihr Browserfenster ein, wenn Sie nicht klicken können. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.